werden können im Homburger Waldstadion, wenn das Schneetreiben nicht immer stärker geworden wäre. Ihm war es egal. Oliver Theis, 19 Jahre alt, dritter Torwart beim FC Homburg bei seinem ersten Profieinsatz. Uli Sude hatte auf einen Sieg seiner Mannschaft getippt. Die erste Möglichkeit aber hatten die Frankfurter. Nach 5 Minuten auch der erste Einsatz für Oliver Theis. Natürlich war er nervös. Von nun an aber bestimmte der FC Homburg das Geschehen. Viel Druck aus dem Mittelfeld und viele, viele Szenen im Strafraum. Ruß. Und das hätte schon das 1:0 durch Breitzke sein können. Viel Glück für den FSV Frankfurt. Es war in diesem Zeitraum fast das Spiel auf ein Tor. Carsten Linke diesmal im Angriff spielend und Breitzke mit seiner zweiten Möglichkeit. Es sollte nicht die letzte bleiben. Dann musste Jürgen Lange mit einem Rippenbruch nach einem Zusammenprall vom Platz. Für ihn kam Sergio Maciel, dessen Denkpause also sehr kurz war. Und dann das 1:0 in der 21. Minute durch Uwe Freiler. Seit Langem wieder ein Tor durch ihn. Der Stadionsprecher gab gerade noch den Torschützen bekannt. Da machte sich Steffen Korrell auf in Richtung Frankfurter Tor. Niemand konnte ihn aufhalten. Das Tornetz war das Ende seines Schusses. 2:0 innerhalb von 40 Sekunden. 2 Tore. Es gab für die Frankfurter kaum Entlastung. Lasser, der ja auch einmal in der Bundesliga spielte. Und das war eine der ganz wenigen Möglichkeiten. Breitzke mit der nächsten. Uwe Freiler. 2:0 weiterhin. Dann der erste Eckball für den FSV Frankfurt. Homp auf der Linie. Und da gab es einige Unsicherheiten in der Homburger Abwehr. Steffen Korrell erneut zum Eckball. Und überraschend der Anschlusstreffer Holger Dahl für den FSV Frankfurt. Die etwa 15 mitgereisten Fans konnten jubeln. Dann verletzte sich Thorsten Fruck am Knie. Für ihn kam Michael Schmidt. Sein Namensvetter Jörg hatte die nächste große Möglichkeit. Aber auch hier war Ralf Kellermann, der Frankfurter Torhüter, der Bessere. Mindestens 10 klare Tormöglichkeiten erkämpften sich die Homburger schon vor der Pause. Ruß und Kellermann. Dann war Halbzeit. Uwe Freiler gab die Marschroute für die zweite Halbzeit. Wir müssen jetzt weiter versuchen, offensiv zu spielen, das dritte Tor nachzulegen. Und dann denke ich, dann ist die Entscheidung gefallen. Aber auf jeden Fall weiter offensiv spielen. Und die Homburger spielten weiter offensiv. Vor allem angetrieben durch den alle überragenden Günther Breitzke. Im Nachschuss Carsten Linke das 3:1, 3 Minuten nach dem Wechsel. Und wieder Günther Breitzke, Anspielstation Nummer 1 im Mittelfeld. Kaum zu bremsen an diesem Tag und dann macht er das 4:1. Sein erster Treffer für den FC Homburg. Damit krönte er seine herausragende Leistung. Es ist jetzt mal für uns jetzt wieder, um moralisch aufzubauen. Aber wir hätten zwar noch ein paar Tore machen können, aber so ist gut, damit wieder Sicherheit kommt. Zum Beispiel wie in Zwickau haben wir keine eine Torschance. Die Frankfurter verloren dann ihren Mannschaftskapitän Martin Kowalewski durch die gelb-rote Karte, hatten aber selbst noch eine Möglichkeit. Doch Oliver Theis jetzt sehr viel sicherer, der Trainer zu seiner Leistung. Das ist ja auch Neuland für ihn, ne, im Profibereich, und es geht um sehr viel. Wir hatten auch insgesamt nach den 2 Niederlagen war eine gewisse Nervosität da. Dann haben wir 2 Tore geschossen, dann kriegten wir ein dummes Gegentor. Und dann hat man gemerkt, dass er etwas nervös war, aber in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, hat er seine Sache sehr ordentlich gemacht. In den Schlussminuten vergaben die Homburger noch reihenweise Möglichkeiten. Der FSV kam kaum noch aus dem eigenen Strafraum heraus. Selbst die besten Situationen brachten keine weiteren Tore. Fazit am Ende. Hauptsache erstmal gewonnen. 4:1 werden natürlich aufgrund der Torchancen 8, 9, 10 Tore schießen müssen. Schade, dass die Fans nicht mehr Tore gesehen haben, aber erstmal sind wir zufrieden mit dem Sieg. Das hilft uns, glaube ich, im Moment. Und das ist auch ganz wichtig.
Gewonnen hat heute nicht nur der FC Homburg, sondern auch Chemnitz mit einem 3:0 in Wattenscheid. Aber da bin ich heute schon ganz am Ende dieser Ergebnisse.